Ja? Hey, das ist doch erst 8:30, oder nicht? Was? 12 Uhr schon? Scheiße, ich hab den Wecker nicht gehört. Ich hab voll verpennt. Scheiße! Du hast keine Sorgen, ne? Du pennst einfach weiter. Schlaf gut, Imo. Oh nein, der Caddy ist ja weg. Stimmt, meine Frau ist damit zur Arbeit gefahren. Oh, der hat ja auch noch einen Platten. Ah, total vergessen. Fahrradpumpe, Luftpumpe, Sattel, Glühbirnen. Keine Fahrradfliegen. Ja, ich bin Stefan. Hallo. Ich habe total verschlafen. Ich wollte zum Container hin eigentlich was machen und mein Hänger hat einen Platten. Habt ihr noch Flickzeug? Ja, hab ich noch da. Dann komm ich mal eben her, ja? Ja, ist gut. Krieg ich noch einen Kaffee und ein Brötchen? Ja, und ein Stück Kuchen. Oh, das hört sich gut an. Ich mach mich los. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ha, der Tag ist gerettet. Kaffee und Kuchen bei meinen Eltern. Jetzt geht's los. Oh nein, jetzt fängt das noch an zu regnen. Ich wollte gerade losfahren. Ich hab's mir schon fast gedacht. Guck mal, da kommt eine richtige Regenfront gerade rüber. Entweder fahre ich jetzt ganz schnell los, aber das Problem, ich muss meinen Fahrradanhänger jetzt immer alle paar Kilometer mal eben aufpumpen. Ich habe 6 Kilometer zu meinen Eltern. Was machen wir da? Jetzt muss ich mal eben abwarten, bis es aufhört zu regnen. Oh Mann, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Jetzt ist Regen gerade vorbei. Ich wollte schnell losdüsen, bevor der nächste Regen wieder kommt. Ja, das hat sich gerade komplett erledigt. Ventil ist sogar mit abgebrochen. Toll. Ah, damit kann ich ja nicht fahren. Ich habe ja nicht so viel Gewicht drin hinten. Ich habe da nur meine Kameratasche drin. Und ich hoffe, dass das so funktioniert. Also werde ich jetzt auch auf die kleine Kamera umschwenken. Jetzt habe ich die kleine Canon mal wieder am Start. Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Also wenn die Bilder nicht so top von der Qualität sind, die ist auch ziemlich alt schon, die Kamera. Ich habe auf jeden Fall jetzt alles in meinen Hänger gepackt, da ist die große Kamera drin, das Stativ habe ich alles zu der Seite verlagert, weil wie gesagt, da habe ich jetzt einen Platten und ja, nützt ja nichts. Ich muss jetzt damit losfahren, dass ich das Fahrrad wieder oder den Fahrradanhänger repariert bekomme, weil ich ganz gern nochmal auf Tour möchte. Und jetzt heißt es einfach losfahren. Ich bin gespannt und schauen wir mal, wie es mit dem Regen noch aussieht. Jo! Jo, das geigt. Das ist gut. Siehst du, ist doch perfekt. Was wollen wir denn? Gucken, ob wir vielleicht noch einen Schlauch irgendwie besorgen können. Weil es ja jetzt mittlerweile schon 1 Uhr ist. Und jetzt 6 Kilometer. Ah, Kinderkram, oder? Jawohl, die Sonne kommt auch raus. Juhu. Geil. Das merkt man eigentlich gar nicht so, dass er so wuppert. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Meine Heimat, Hude! Herzlich willkommen! Zur linken Seite sehen Sie jetzt die St. Elisabeth-Kirche und auf der rechten Seite ein Kloster, das sich gerade in Aufbau befindet. Auch Lost Place? Momentan Baustelle, da darf man gar nicht rauf, weil die Steine da immer oben runterfallen und das macht ganz doll Aua. Deswegen sind sie da gerade am Bauen. Oh. Ich dachte gerade, ich habe einen Reifen verloren oder Platten? Nee, doch nicht, alles in Ordnung. Zwischendurch noch mal nach hinten gucken, ob alles da ist. Ja, alles da. Übrigens stand da hinten mal ein Bauernhof, das habe ich mal gefilmt, das war Lost. Jetzt mittlerweile haben die hier schon alles abgerissen, also den Bauernhof. Hier wohnt übrigens Kevin. Oh, Kevin! Und seht ihr, da haben sie gerade eine neue Straße gemacht und da wird alles voller Häuser gebaut. So, ich bin bei meinen Eltern angekommen. Oh, freue ich mich auf den Kaffee. Moin! Moin! Ja, das war nur ein Schauer. War nur ein kleiner Schauer, ja. Ja. Oh, endlich Mütze ab. Ich muss immer noch zum Friseur. Oh, ist doch ganz schön warm geworden noch, ne? Ist doch schön. Ja. Sesam, öffne dich. Dum, 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 dum. Sind das eigentlich noch meine Kinderschuhe? Ja. Echt?
Ja. Ha, cool. Die gebe ich auch nicht weg. Jetzt schwenke ich mal wieder oben auf die große Kamera. Ja, habt ihr gerade gesehen, das sind sogar noch meine Schuhe. Ich bin jetzt bei meinem Vater in der Garage drin. Und jetzt versuche ich mal eben, genau, den Hänger hier reinzuschieben. Ich versuche den Hänger hier reinzuschieben, ist ja auch ganz schwer. Nein, mal eben Reifen abnehmen und dann gucken, was wir da gleich machen können. Ob wir gleich noch eben losfahren und so einen Schlauch besorgen. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich heute zum Container einfahren. Und da meine Frau ja den Caddy hat und ich ja so einen Hänger habe, kann ich immer alles schön reinpacken, zum Container einfahren und da meine Arbeiten weitermachen, aber jetzt haben wir eben halt das Problem, das Ventil ist komplett abgerissen. Ich habe übrigens auch dein Silikon gefunden. Also mal gucken, wie wir das jetzt wieder abkriegen hier. Oh, guck mal, das ist ja auch alles locker. Beiden Seiten. Oha. Mir schwebt ja auch noch vor, so eine Overnight zu machen mit dem Fahrradanhänger. Schlauch rausholen, die Schrauben mal wieder nachziehen, die sind auch locker. Meine Schrauben müssen auch mal nachgezogen werden. Ja. Nee, ist ja eh kaputt, Schlauch. Komplett rausgerissen, Ventil. So kleine Schläuche kriegst du nicht bei E-Center. Das glaube ich auch nicht. Muss aber Heiko holen. Muss ich bei Heiko holen. Heiko ist vom Fahrradladen bei uns hier in Hude. Aber der hat nicht mehr auf. Nee. Mist. Den hast du mal aufgepumpt und dann ist es abgerissen. Ja, dann hast du viel aufgepumpt. Ja, so wie Väter halt sind immer, ne? Halt wieder kaputt gemacht. Ja, das hält natürlich alles wieder ein bisschen auf. Das ist jetzt schon 15 Uhr. Ich denke mal, bis ich das hier alles wieder geflickt habe oder ob ich heute überhaupt einen Schlauch kriege, dann ist es bestimmt wieder 18 Uhr. Da brauche ich heute auch nicht zum Container hinfahren. Ich denke mal, dann gibt es nächstes Mal wieder ein Container-Video. Aber ich denke nicht, dass wir heute so einen Schlauch kriegen. Auch nicht im Baumarkt. Und wir schwenken wieder oben auf die kleine Kamera. Wie nennst du den? Das sind Schnutenpullis, ja. Bubble-Lappen, Bubble-Lappen, Fratzenslipper, Schnutenpullis. Okay, dann gib her den Schnutenpulli da. Ja, ich komm. Ja, ich komm ja schon. Komm ja schon. Was hat Mama gesagt? Schnuttenpulli? Schnuttenpulli hier, so ein Haken. Das ist doch verrückt. So, wir sind angekommen beim BBM Baumarkt. Ich hoffe, dass sie einen Schlauch haben. Achso, da lang. Das Einsprühen. Ah ja. Das wäre doch die Idee, oder? Könnte man auch so einen Reifen einfach am Anhänger machen. Guck mal, der ist voll Gummi. Ach nee, da ist auch ein Schlauch drin. So einen könnte ich an meinen Anhänger dran machen. Aber das würde nicht funktionieren, oder? Das wäre doch perfekt, oder? Was kriegst du den Finger nicht los? Musst du denn auch alles fingern? Guck mal, hier sieht das doch schon gut aus. Und Schläuche? Wo sind hier Schläuche? Schläuche? Schläuche, Schläuche, Schläuche? Ne, hier ist wieder Autozubehör. Da. Was brauchen wir? Ja, Größe steht hier drauf. Warte mal. Da stand 12,5 bis 2,5. Oh, passt. Passt, oder? Passt. Perfekt. Geil. Siehst du, einfach nur mal nachgeguckt, hier so einen kleinen Mantel, ja. Genau so ein. Die 12, perfekt. So, noch ein Stück Kuchen geholt und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Oder besser gesagt zu meinen Eltern. Und ein Schnüffeltuch aufhängen. Ja, Schnuppenpulli. Schnuttenpulli. 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 Ventil rein, aufpumpen und fertig ist das gute Stück. Da haben wir es. Und jetzt noch die Schrauben. Oder sieh sie eben ab. Oder absehen, genau. Was du? Mach mal! Hast du keinen Flex? Hab ich. Oder größere? Das ist doch Kinderspielzeug. Ja, du bist auch ein Kind.
Ja, das ist mein Kind. Ja, ja. Ziehen wir gleich wieder die Schuhe oben an. Ja. Hier. Mann, endlich mal Männerwerkzeug. Das gibt hier mehr so eine kleine. Da. Guck mal. Ja, du hast leider keine Handarbeit mehr gemacht. Deswegen kommt ja, das genau. Ist ja wohl ein großer Unterschied, oder? Hier jetzt noch eine Lümmeltüte hier, die da rauf kommt. Und fertig. Perfekt. Perfekt. Teamwork. Du hast mir schon ordentlich was beigebracht. Habe ich das? Blödsinn zu machen. Ja, wie gesagt, ich möchte auch ganz gerne mal eine Fahrradtour machen mit dem Anhänger, so eine Overnight-Tour, vielleicht mal mit Sven und Luca. Luca hatte das schon mal vorgeschlagen, Sven hatte das schon mal vorgeschlagen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal in Zukunft. Und ich muss auf jeden Fall mein Fahrrad mal wieder in Gang bringen. Die Klingel müssen wir mal wieder festmachen, hier alles schon verrostet. Licht muss am Fahrrad, die Gangschaltung spinnt auch ein bisschen, die müssen mal wieder top gemacht werden. So, von dem Reifen ist das noch ganz gut, vielleicht kann ich mir mal zwei neue holen. Die Bremsen sind richtig gut, also vorne sowie hinten. Kann mich noch daran erinnern, das Fahrrad habe ich mal von meinem Kumpel abgekauft für 30, ich glaube das waren noch 30 D-Mark. Ja, das waren noch die alten Zeiten. Und seitdem habe ich das Fahrrad, ich wollte mir immer ein neues holen, auch irgendwie nicht zugekommen. Wie gesagt, das ist auch eine Baustelle. Aber vielleicht kann man das hier wieder fertig machen, weil es fährt ja noch, es bringt mich von A nach B. Es könnte halt ein klein bisschen größer sein. Ich glaube, das ist nicht mehr so für mich die optimale Größe zum auch länger fahren, für längere Touren. Weil du kannst nicht mehr so richtig durchziehen. Den Sattel kannst du auch nicht mehr richtig höher stellen. Das ist schon die höchste Stufe. Vielleicht wäre es doch mal ratsam, doch ein anderes Fahrrad zu holen. Oder was sagt ihr? Kann jetzt auch gar nicht so erkennen, was das für eine Größe ist. Ich suche gerade eine Größe. 26. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr mit Fahrrädern zu tun habt. Ob mir das wirklich zu klein ist. Ich bin ungefähr 1,88 Meter. Könnte auch geschrumpft sein oder bin ich wieder in die Höhe gegangen? Ich glaube, ich habe zu viel Fruchtzwerge gerade gegessen. Ich glaube, ich bin 1,90 gerade wieder. Aber ich glaube, ich brauche echt ein größeres Fahrrad. Meins? Deins? Bin ich doch mal nach Holland gefahren, oder? Welchen? Mit deinem. Das habe ich verkauft. Okay, dann hat sich's erledigt. Es fängt gerade wieder an zu regnen und guck mal, was da rüber kommt. Muss ich noch ein bisschen Kaffee trinken hier und dann hoffe ich, dass ich auch bald hier loskomme. Perfekt, Anhänger ist wieder fertig, die Sonne scheint, kein Regen, jetzt fahre ich noch eben nach Kevin, noch mal Kaffee trinken, ich bin heute nur am Kaffee trinken. Einmal klingeln. Wir sind wach und ne? Moin moin. So, ich habe gerade eben noch einen Becher Kaffee getrunken bei Kevin und habe gesehen, da kommen wieder dunkle Wolken. Und ich zeige euch mal, hier waren Kevin und ich mal gewesen. Hier stand mal ein Bauernhof. Den haben sie jetzt komplett weggerissen. Nur noch die Scheune steht da vorne. Wundert mich etwas, warum die jetzt hier noch steht und warum sie die nicht abgerissen haben. Und vielleicht kann man da mal einmal reingucken. Steht halt nichts mehr drin. Ist auch noch so eine Überdachung. Steht da noch ein Benzinkanister? Ah ja. Ah, ich denke mal, das werden sie irgendwann platt machen, wenn sie dann die Häuser hier bauen. Ah, das kommt genau richtig. Stop! Es macht ganz viel Spaß, mal wieder solche Vlogs zu machen, auch einfach meine alte Canon zu schnappen. Was sagt ihr dazu? Schreibt doch mal gerne in die Kommentare! Und gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, dann geht es nächsten Sonntag wieder, ja, etwas anders wieder los. Boah, mit Container oder mit einem anderen Projekt wieder den Antrieb finden. Und dann würde ich sagen, abschalten. Bis zum nächsten Mal. So, Opa hat Antrieb. Jawohl. Das ist schön. Und kein Regen mehr. Oh, sie geht nochmal runter. Düt, düt. So, abschalten jetzt. Ciao.